Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Allerdings haben wir heute keinen Grund zur Freude. Wir haben zwar im letzten Part den Boss des vierten Kapitels besiegt. Allerdings hat uns dieser auch sowohl den Namen als auch den Körper geraubt und wir sind nur noch eine Schattengestalt unserer selbst. Ohne Namen, ohne Körper und ohne Freunde. Wir können dieses Problem nur lösen, indem wir den Namen des Geistes herausfinden, ne? Und vielleicht hilft das uns ja weiter. Vielleicht kriegen wir so unseren Namen und unseren Körper wieder. Was hatten eigentlich die Bewohner von Finsterdorf jetzt, von Düsseldorf jetzt von uns? Wenn es nach mir ginge, dann schon lieber eine Krähe als ein Schwein. Eine Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein? Hey, hast du schon mal was von fliegenden Schweinen gehört? Der Fluch ist gebrochen, da Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und der blaue Overall, ein hinreißender Mann. Du solltest dir ein Beispiel an ihn nehmen. Nö, danke, der wollte mich gerade eben umbringen. An dem möchte ich mir kein Beispiel nehmen. Was ist denn eigentlich hier drin? Niemand. So, jetzt müsste ja auch der Besitzer des Itemladens wieder normal sein, ne? Ja, und das kann man hier auch einkaufen, ne? Und schau mal an, der Franzose ist auch wieder am Leben. Warum, warum nur? Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, als ich aus dieser Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diese Lade gekommen bin. Aber ist es nicht egal? Diese Madame war wirklich dressentiel zu mir. Keine Ahnung, ob man das wirklich so ausspricht. Ach, und das ist der Mann von ihr. Ich besorge die Sachen und meine Lady verkauft dann alles. Der Laden läuft, weil wir so ein gutes Team sind. Also kauf, was du brauchst und verschwinde. Sehr freundlich. Hey, die verkaufen sogar Lebenspilze. Aber ich habe natürlich keinen Platz für weitere Sachen. Ich bin empört. Dieses Schwein, das hier war, war gar nicht mein Mann. Aber der da ist eigentlich auch ganz attraktiv und jünger. Süß ist der, genau meinen Kragen wollte. Aber Spaß beiseite. Tritt ein, mein Freund. Willkommen im Düsseldorfer Laden. Hat sie gerade damit angedeutet, dass sie ihren Mann betrügen will? War der Filet Royal. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Ansonsten, ja, der Schwirrwarr, der kann auch weg. Und dann kaufe ich mir noch einen Lebenspilz. So. Und sonst noch ein Ahornsirup. Warum nicht? Ja, mehr Platz habe ich gerade nicht. Ich sollte mal meine Items öfters einsetzen, ne? Der Fluch ist gebrochen. Dieser Mario ist ein wahrhaft ungewöhnlicher Mensch. Ui, ui, verflixt, es rutscht mir immer wieder raus. Der Gute sollte es nicht auf die Spitze treiben. Der Mond hat mich erhört. Ich bin nicht zum Schwein geworden. Weißt du eigentlich, wer auf dem Mond lebt? Mann, im Mond, Prinzessin Peach. Na gut, leben tut sie ja nicht. Sie wird unter Fest. Wobei, nein, das. Das. Sorry. Jetzt hätte ich was gespoilert. Mann, der Mann im Mond lebt da. Du bist ja ein Tagträumer, ein richtiger Romantiker, oder? Was willst du denn, wenn ich Prinzessin Peach sage? Du bist ja ein. Dann sagt er genau das Gleiche. Ja, gut. Ach, und die Toad Ladies sind auch wieder da. Die tauchen in mehreren Kapiteln auf, aber ich bin nie so richtig auf sie eingegangen, ne? Die drei Mädels bereisen die ganze Welt! Ich werde das Gefühl nicht los, sie wären hier vor kurzem noch Schweine gewesen. Oh, als Schweine wären wir bestimmt noch viel bezaubernder. Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. So, jetzt gehen wir mal zu der Familie, denen wir was zu essen gegeben haben. Ja, Mario, haben wir es zu verdanken, dass unser Dorf wieder normal ist. Sollst dich auch bei ihm bedanken, wenn du ihn siehst. Wie gesagt, nee, der wollte mich vorhin umbringen, also von daher werde ich mich nicht bedanken. Hunger, Schnitzel! Schnitzel. Ja, ich hätte auch gern Schnitzel jetzt. Was soll ich nur tun? Ja, da geht's jemandem noch schlechter als mir. Wobei, nein, schlechter als mir kann es niemandem gehen, ne? Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilde mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Ach so, die sucht nach der Bombe. Wo war die denn nochmal? Nein. Ja, wir müssen das einfach. Ah, hier ist ein Sternsplitter. Na gut, immerhin. Im Baum ist sie nicht, oder? Nee. Na, immerhin habe ich meinen Hammer noch. Immerhin hätte man nicht den auch noch weggenommen. Nur selbst der hat keine Farbe mehr. Wo ist denn die Superbombe verdammt nochmal? Ach, hier ist sie ja. Eine Superbombe erhalten. Wird Barbara bestraft, wenn sie dieses Item nicht findet? Vermutlich. Ich gebe sie einfach mal zurück. Oh, du hast sie gefunden. Na gut, ob es so eine gute Idee ist. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist los? Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilde sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun?
Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Trösten, Bombe reparieren. Ich glaube nicht, dass Mari sich mit Bomben auskennt, deswegen versuche ich es gar nicht. Also ich versuche sie zu trösten. Nur meinen moralischen Beistand sollte man leisten. Danke, es geht mir gleich viel besser. Und ein bisschen besser. Aber was soll ich nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann... wie heißt du eigentlich? Wieso ist die Bombe jetzt auf einmal verschwunden? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist dir geraubt worden? Kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Ach, jetzt erzählt ihr ja alles, oder wie? Na gut, immerhin, wenn sie gewillt ist zuzuhören, dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir, so jemand wie du. Also gut, ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Meine beiden Schwestern quälen mich sowieso nur. Und du warst so nett zu mir, ich möchte dir helfen. Das ging ja schnell. Bitte. Und dann gehört sie zum Team. Tja, so schnell kann's gehen. Vorhin waren wir noch Feinde, jetzt sind wir Freunde. Barbara hat folgende Fähigkeiten. Na gut, aber sie weiß ja nicht, dass es Mario ist. Drücke X und sie wird mit Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Ja, ist ganz nützlich, wenn man sich irgendwo reinschleichen will oder von Gegnern nicht gesehen werden will. Hier, der Buhu hat mich absolut nicht gesehen. Drücke X und beide werden wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit dem Schattenhieb Feinde angreifen und anzünden. Mit Such mich werden beide unsichtbar und weichen so den gegnerischen Angriff aus. Ja, sie ist gar nicht mal so unnütz. Das ist ein ganz guter Partner. Zuerst müssen wir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du alle ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, was uns weiterhilft. Also lass mich dir mit meinen Kräften helfen. Ja, nämlich das Interessante ist jetzt die, wir können mit den Krähen quasi interagieren. Dafür müssen wir uns neben sie stellen und dann untertauchen. Ne, ich glaube, so muss man das machen. Neulich habe ich mit Krakeel aus Toadtown gechattet. Der hat jetzt Glasfaserkabel für alle seine Leitungen. Ist ja super, dann kann er jetzt 100 Megabyte oder mehr ganz weit runterladen. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause, da muss man immer auf dem Laufenden sein. Da muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Okay, die sprechen natürlich ganz interessante Themen an. Vor allem zu der damaligen Zeit. Was hab ich jetzt zu sagen? Die Probleme mit der Energieversorgung werden immer gravierender. Wow, die haben den Klimawandel predicted. Ja, da hast du recht. Bevor alle fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, Wasserkraftwerke. Am meisten erwarten die Menschen sicher von den Solarenergien. Lol. Das ist ganz interessant, denen zuzuhören, tatsächlich. Wo gibt's denn noch Krähen? Ah, was hast du zu sagen? Diese düstere, zwielichtige Welt. Vielleicht habe ich beide Flügel, um eines Tages von hier zu fliehen. Ja, flieg in den Süden. Da soll es ja auch wärmer sein. Und jetzt noch die hier. Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. So groß ist der Kleine schon. Unglaublich. Ja, mein Glückwunsch, dass er Abitur macht. Und jetzt noch die Typen. Ja, was hast du ihnen zu sagen? Ich bin Schriftsteller. Auch in der Düsternis reicht das Mondlicht zum Schreiben. Welche Art von Büchern magst du eigentlich? Na, eigentlich alle haben was. Aber am ehesten lese ich eigentlich noch Fantasy-Romane. Vielleicht solltest du einmal etwas Sinnvolleres lesen. What the fuck? Was sagt er nicht mit einem anderen? Was hat er gegen Fantasy-Romane? Krimis. Hat er auch was dagegen? Liebesromane? Ich glaube, der hat gegen alles was. Ach komm, hat doch die Klappe, du hast einfach keine Ahnung. Dieser Mario-Verschnitt, der gerade mit dem Dorfvorsteher ist. Keiner hat gemerkt, dass er dieser Geist, der alle in Schweine verwandelt hat. Die Menschen sind wirklich unglaublich einfältig. In den Kellergewölben der Spukabtei kann man den Namen des Geistes finden. Oh. Jedenfalls muss immer irgendwer seinen Namen merken. Sonst wirkt nämlich seine Zauberkraft nicht. Aber wenn jemand ihm seinen Namen sagt, geht die Zauberkraft verloren. Bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Okay, das ist echt ein wichtiger Tipp. Hast du gehört? Die sagen, der Name ist im Kellergewölbe der Abtei versteckt. Gehen wir, schauen wir uns diesen Keller einmal an.
Der war beim Dorfvorsteher. Hat sich natürlich noch versucht, bei denen einzuschleimen, ist ja klar. Hey, 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 da bist du ja schon wieder. Ich hätte im Dorf aufgelauert, aber ich wollte nicht mein wahres Gesicht zeigen. Wett, dein wahres Gesicht? Indem du jemanden umbringst? Also bist du der Geist, der diesem Namen Mann und Körper diesem Mann Namen und Körper gestohlen hat? Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Na gut, mein Freund, auch diesmal bekommst du nochmal eine Chance. Wähl, dann lässt mich nochmal Theodor, dann kriegst du auf die Fresse. Okay, du heißt also nicht Theodor. Wie könntest du dann heißen, ne? Lass mal überlegen. Heißt du vielleicht... Was könnte denn... Heißt du vielleicht Erik? Heißt vielleicht gleich Erik? Hier. Ach du Scheiße, Erik klingt ja noch schlimmer als Theodor. Was fällt dir ein? Dafür werde ich dich auslöschen. Man kann es ja mal versuchen, ne? So, jetzt kann ich euch auch mal zeigen, wie die gute Barbara im Kampf agiert. Ihr Schatten, die funktioniert so. Es wird kurz bevor sie angreift, einen random Knopf angezeigt. Aber wie man sieht, hilft das auch nicht gegen diesen Typen. Ne? Dann müssen wir wohl echt erstmal seinen Namen rausfinden. Ne? Ach komm, schon ist doch lame, wenn du immer abhaust. Er hat uns in das Licht geführt. Wir müssen schnell deinen Namen und deinen Körper wiederfinden. Ja, würde ich auch sagen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder in der Spukabtei. Ja, also ohne Mini-Yoshi herzukommen, da dauert es natürlich ein bisschen länger. So, was wir jetzt machen müssen ist, wir gehen wieder in den Brunnen rein, wo wir schon gegen die Käfer gekämpft haben. Das werde ich jetzt natürlich nicht nochmal machen, ne? Das werde ich versuchen zu vermeiden, ne? Und jetzt müssen wir diese Wand hier schieben und dann nutzen wir Such mich. Und so kommen wir dann durch. Und hier ist eine Tür, die uns ins Kellerwölbe führt, wo es eine Insignie gibt und einen Speicherblock. Finden wir hier eigentlich die Wahrheit? Finden wir hier den Namen des Geistes heraus? Wer weiß. So. Aber ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn dieses Kapitel endlich endet. So, jetzt sind wir hinter der Wand. Warte, ich glaube, hier rechts gibt es tatsächlich noch was. War das sogar ein Sternsplitter? Nö, da ist einfach gar nichts. Na gut, ich kann... Oh doch, da ist noch der Sternsplitter. Na dann, ich dachte, da wäre jetzt wirklich nichts mehr. Aber doch, da war noch was. Und jetzt sind wir in diesem Raum. Hier gibt es einen Papageien. Und ein Abteilschlüssel. Und das P. Der Buchstabe, der hilft, Marios Namen und Körper zu retten. Deswegen war es nicht in der Namensangabe drin. Man muss es erstmal finden. Außerdem ist hier noch der Kraft-Plus-Orden. Ein sehr wichtiger Orden. Aber den kann ich vermutlich noch nicht anlegen. Nee, nicht so wirklich. Und ein Schlafikator. Ja, der senkt halt die Angriffskraft des Gegners, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Guten Morgen, guten Morgen. So, und jetzt nutzen wir wieder Such mich. Dann passiert das hier. War hier gerade jemand? Naja, egal. Lange geht das eh nicht mehr gut. Sobald jemand seinen wirklichen Namen errät, ist es vorbei mit der Zauberei. Und nicht, der ich seinen Namen weiß, schließt er in dieses finstere Zimmer ein. Außerdem soll ich auch noch den Buchstaben bewachen. Was für eine Tierquälerei. Ja, du hast ja schon verkackt, weil ich schau mal hinter dich. Trotzdem könnte dieser Rumpel mal zurückkommen. Ich habe ziemlichen Hunger. So, jetzt wissen wir seinen Namen. Rumpel. Ja, das Ganze ist nämlich wirklich eine krasse Anlehnung an das Rumpelstilzchen-Märchen, ne? Oh, hast du gehört, was dieser Papagei gesagt hat? Rumpel, so heißt der Kerl. Jetzt können wir uns deinen Namen und Körper zurückholen. Komm schon, den machen wir fertig. Ja, deswegen sehen wir uns gleich wieder bei Rumpel oder das Schildchen. So, da werden wir wieder. Und er ist auch wieder da. Hehehe, da bist du aber wieder, hä? So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du mich heute nennst. Aber weh, ich bekomme noch mal einen scheiß Namen. Diesmal mache ich ernst. Diesmal lasse ich dich beim nächsten Mal wirklich aus. Keine Sorge, ich habe einen Namen, der dir zusagen wird. Du heißt nämlich für mich Rumpel. Oder Stielchen. Nein! Wie konntest du meinen Namen erraten? Das ist... Warum? Wie dreht sich alles?
Und deswegen kriegt er erstmal einen Halbschlaganfall. Hinterher, wir müssen deinen Körper und deinen Namen zurückholen. Ich an seiner Stelle wüsste, wo ich nicht fliehen würde. Ich weiß es leider auch. Seht ihr, warum ich dieses Kapitel absolut nicht ausstehen kann? Es passiert, nachdem man den Boss einmal besiegt hat, besteht es quasi nur noch aus Backtracking und Hin- und Hergerede. Also sehen wir uns gleich wieder bei der Spukabtei, da wo wir den Typen das erste Mal besiegt haben. Na schau mal einer an, wem ich hier begegne. Und ausgerechnet dann, wenn ich Gumprida nicht habe. Ach, dann habe ich ja keine andere Wahl als zu fliehen. Ich meine, die wird mich platt machen und ich habe nicht mal die Möglichkeit, sie zu scannen, ne? Ja, Karma schlägt gerade wieder ein, habe ich das Gefühl. So, da wären wir wieder. Gut, eine Sache möchte ich aber noch kurz erledigen und zwar... Detektikorden sind nicht für den Bosskampf hier unnötig, deswegen ziehe ich den mal aus. Und... unterdessen... Für den Kraft Plus reicht es leider noch nicht. Ich ziehe den Power Doubts an. Ich habe zwar kein... Doch, ich habe Charge noch an, also könnte ich tatsächlich die Lamy-Taktik spielen. Ach komm, warum nicht? Los, wir bringen das hinter uns. Jetzt. Ein für alle Mal, ich will das vierte Kapitel jetzt endlich durchhaben, klar? Weil ich möchte endlich das fünfte Kapitel spielen und das fünfte Kapitel ist so viel besser als das vierte. Okay, ich glaube, ich habe jetzt meinen Hass gegenüber dem vierten Kapitel jetzt genug Ausdruck verliehen. Los geht's. Hey, hey, ganz schön auf, dann ich mir bis hierhin nachzulaufen. Hab schon verstanden, wir sollten eigentlich klare Fronten schaffen. Seid ihr bereit? Ja, Mario. Keine Frage. Der hat sich mit dieser Hexe mit diesen Hexen verbündet, weil er alleine keine Chance hatte, lol, was für ein Opfer. Ich würde niemals zulassen, dass dir jemand wehtut, Mario. Zeig denen, was du kannst, Bomber! Alles klar, geben wir es diesem gesichtlosen Typen. Dass die es nicht an der Stimme erkannt haben. Die haben ihn Mario genannt. Wenn der deinen Namen und Körper gestohlen hat, jetzt Mario heißt. Bist du Mario? Na komm, ich glaube, es wird nichts zu lügen. Ja, bin ich. Oh nein, dann habe ich also diesem Mario geholfen, wie konnte ich nur? Na nu, ein Streit unter Freunden? Darauf können wir leider keine Rücksicht nehmen. Habe ich auch nicht verlangt. Los, wir bringen das jetzt endlich zu Ende. Nicht jeder hat so viel Talent, Freunde zu finden. Manchen laufen sie davon. Ja, die wären sie auch schon längst davon gelaufen, wenn sie wüssten, wer du wirklich bist. So, wie gefällt dir das? Ja, das macht Schaden. Eigentlich können wir ihm auch wieder Schaden hinzufügen. Aber die Sache ist, dass die wird halt jetzt jeden einzelnen Partner nutzen, den wir auch nutzen können. Also er fängt an mit Gumprina und geht dann wahrscheinlich später zu Kupio rüber, sobald sie tot ist. So, und die Gumprina werde ich jetzt auch meine verpassen, aber leider verkacke ich's. Aua. Warte, der kann sogar die Stampfattacke. Gut, und Gumprina hat mich nicht getroffen, ne? Na dann. Verzeih mir, Brunhilda, aber ich lebe von meiner Liebe zu Mario. Oder was? Mario, in guten wie in schlechten Zeiten werde ich dir beistehen. Na dann. Ich habe mich entschieden und es gibt wohl sowieso kein Zurück mehr. Gute Entscheidung. Jetzt machen wir den Typen gemeinsam fertig. Noch. So. Angriffsboost. Aber das heißt leider auch, ich werde keine Verdoppelung der Sternenpunkte kriegen. Was ein bisschen schade ist, aber... was soll's. So. Wie gefällt dir das, Gumprina? Sie lebt noch? Wie kann das denn sein, Lodos? Gib mir den Rest. Die lebt immer noch? Wie viel KP hat die bitte schön? Ich glaube auch die Stats-Erhöhungen, die werden hier nicht mit einberechnet. Von daher müsste es eine feste Anzahl an KP haben. Gut, ich würde zeigen, wir schauen mal wieder dem Faker Mario. Finden wir den am besten auch mal, ne? Feuer hat ja allerdings nicht den gleichen Effekt wie in Pokémon, dass dann auch der Angriff gesenkt wird. Das Einzige, was passiert ist, dass sie halt immer wieder Schaden nehmen. Mario, du musst aufpassen! Nein, pass nicht auf. Ach, der Hammer. Das finde ich ja richtig, das finde ich bei dem richtig fies, weil der wartet auch gefühlt eine Ewigkeit, bis er dann zuschlägt. Was mache ich denn jetzt am besten? Am besten, ich gehe jetzt mal in die Charge-Position. So. Gumprina zündet. Barbara zündet Gumprina nochmal an. Ich glaube, die ist sogar tot. Ja. Mario, entschuldige. Tatsächlich kommt das nächste, das ist Kupio. Oha. Fuck, der kann sogar den Powerpanzer.
Das heißt, er kann mit uns beiden schaden, ne? Cool, aber ich würde sagen, ich probiere jetzt noch eine andere Taktik aus. Und zwar Power Plus. Ja. Weil das habe ich ja schon mal ausprobiert, aber... Habe ich ja, glaube ich, schon im Kampf gegen... Den ersten Kampf gegen ihn genutzt, aber jetzt... Nutze ich es eben nochmal. Vor allem, das hat ja dann noch Auswirkungen auf Barbara. Oh, ist schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt meine eigenen Freunde zerstören muss. Beziehungsweise besiegen muss, weil die einfach so dumm sind und Mario beziehungsweise dem Faker das glauben. So. Jetzt machen sie mir auch gleich viel weniger Schaden. So, mach ein bisschen genau das gleiche wie bei Umbrina. Jetzt hatte ich fast den falschen Knopf gedrückt. Oh, lass doch den Hammer, der ist fies, aber der kann mir jetzt sowieso nicht mehr damit schaden. Ach, jetzt hat er nur den normalen Panzer gemacht. Kann ich Kupio eigentlich umlegen? Müsste ich ja nicht mit einem Sprung. Ich probier's mal aus. Tatsächlich. Nein, nein. Ja gut, ich habe schon so viel Angriffskraft, dass es auch egal ist. Mario, verzeih mir. Aber gut, das Hauptziel ist ja immer noch der... Ist ja immer noch Rumpel. Ja, ich denke, der ist auch am besten Rumpel. Der bildet sich wirklich ein, er könnte Mario schlagen. Ich bild's mir nicht nur ein, ich weiß es. Du hast so viele KP, hast du nicht mehr. Außerdem, du bist doch derjenige, der sich einbildet, Mario schlagen zu können. So, wie gefällt dir das hier? Eine schöne Stampfattacke. Er hat nicht mehr viele KP. So. Und noch 3 KP, dann war's das für dich. Ach, das sieht übel aus. Ja. Kannst du laut sagen. Kann Ariona jetzt eigentlich nur den Body Slam? Gut, das sind wir wieder normal, aber das sollte gegen Lina sowieso reichen. So, das war's für dich. Das ist warum? Wie konntest du? So, das war's für Rumpel. Und zwar endgültig. Oh nein, Mario! Das ist nicht Mario. Das wird sich auch gleich rausstellen, ne? So. Ja. Jetzt kommt die Wahrheit ins Licht. Was ist das denn? Und Mario bekommt seinen richtigen Körper und seinen richtigen Namen zurück. Na, was machst du jetzt? Verdammt! Das sah ich dir heim! Was? Mario ist geflohen? Nein, das dort ist der echte Mario. Oh, wir sind reingelegt worden. Oh, ich hätte es wissen müssen. Wie konnte ich nur auf diesen Betrüger hereinfallen? Wer ist die da eigentlich? Gehört die nicht zu diesem Schattentrio? Wieso steht die plötzlich auf deiner Seite, Bomber? Woher kennst du eigentlich das Schattentrio? Also... Mario. Na gut, schließlich hat sie uns ja auch geholfen. Dann war sie nicht so kleinlich. Mario, auch wenn ich jetzt weiß, wie du bist, ich würde sehr gerne bei dir bleiben. Aber gehört jetzt wirklich zum Team. Das ist eine gute Sache. Und sie gibt mir sogar das Sternjuwel. Hier, bitte. Ein Sternjuwel, was wir uns hart erarbeiten mussten. Noch härter als in der Arena. Deine Sternkraft beträgt jetzt 5. Mario lernt die Sternattacke Powerringe. Ja, ist ganz nett, aber ist nicht mein Favorit. Trotzdem, ich bin einfach nur froh, dass dieses schreckliche Kapitel endlich zu Ende ist. Aber das 5. wird dafür besser. Mario konnte den Geist Rumpel verjagen und bekam Namen und Körper zurück. Er hat jetzt 4 Sternjuwelen, bleiben noch 3, die er finden muss. Mehr als die Hälfte dieses Abenteuers ist damit bereits überstanden. Mit seinem neuen Teammitglied Barbara setzt Mario die Suche nach den Juwelen fort. Aber was ist wohl aus Brunilda und Roberta geworden und aus Rumpel? Gute Frage, wir werden zum nächsten Part erfahren, hoffentlich. Ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.